es gilt immer zuerst in diesem ganzen Thema des Datings herauszufinden, wer bin ich denn wirklich, wirklich, wirklich? Also Selbstreflexion. Was macht mich aus? Was macht mich nicht aus? Was will ich haben? Was will ich nicht haben? Welche Wunden und Narben habe ich? Was darf mir nie wieder passieren? Und wo ist meine tiefste Sehnsucht? Und dann kommt der ganz große, ganz, ganz große Breakpoint. Was bin ich bereit zu zahlen? Ich bezahle einen Preis dafür, ein Single zu sein und sage, ja, okay, Single ist nur die zweitbeste Lebensform für mich, aber boah, dann muss ich nicht Rücksicht nehmen, ich kann nachts aufstehen, wann ich will, ich muss mein Zeug nicht wegräumen, keiner meckert mich an und bla bla bla. Ja? Oder ich sage, ich zahle einen Preis dafür, in eine Partnerschaft zu gehen, da muss ich Kompromisse eingehen, da muss ich Rücksicht nehmen. Da muss ich immer im Dialog sein. Das wird viel anstrengender. Partnerschaft ist definitiv um ein Vielfaches anstrengender als das Single-Leben. Du musst, wenn du einen adäquaten Partner haben möchtest, Selbstbewusstsein ausstrahlen, und zwar in dem Sinne, was du selbst bist. Ganz viele bitte mit Bild. Ja, aber da steht nur bitte mit Bild. Da steht nicht, dass es ein Bild von dir sein muss. Die kriegen alle, und zwar ausnahmslos, auch viele, viele Zuschriften von deutlich jüngeren Männern. Im Moment schreibe ich gerade an dem 7. Buch zur erotischen Intelligenz, wie man wirklich sinnlich lieben und hochsensibel leben kann. Also eingeschlafene Füße ist der Tod jeder Beziehung. Und habe mir auf der Damentoilette meinen Slip ausgezogen. Den hatte ich dann so hübsch zusammengeknüllt in der Hand, war so ein ganz kleines Teilchen, weißt du. Und dann setzte ich mich wieder an den Tisch und legte ihm den neben seine Serviette.